Picasso, ich habe keinen einzigen Tag in meinem Leben gearbeitet. Es war alles nur Spaß. Seelenaufgabe ist das, was dich tagtäglich kreativ werden lässt, ohne dass es anstrengend wird. Dass dieser Mensch natürlich permanent irgendwelche Dramen künstlich sich erschaffen muss, weil sonst würde er gar nichts fühlen und ohne Gefühle sterben wir Menschen. Ist dir schon mal aufgefallen, dass die Menschen, die nicht glücklich sind, sehr viele unterschiedliche Dinge, Gründe, Vorstellungen haben, warum sie jetzt in diesem Moment nicht glücklich sind? Sie sind nicht groß genug, ich bin nur 1,65 geworden, sagt der eine. Die andere sagt, ach, ich habe immer dunkle Haare, ich wollte immer blond sein, hat meine Mama mir aber nicht gegeben, meine Schwester hat aber blonde Haare. Der dritte sagt, ich bin nicht so selbstbewusst, ich habe Pickel auf der Stirn. Der vierte sagt, ich stotter leicht und bin ganz nervös, wenn da mehr als 3 Leute mit mir gemeinsam kommunizieren. Der fünfte sagt, ich habe immer Probleme mit Geld. Und der sechste sagt, ich kann mir nichts merken, ich lese ein paar Bücher, aber ich kann nichts merken. Worauf ich hinaus möchte ist, solange du dich mit deiner Geschichte identifizierst, solange du dir bestimmte Geschichten erzählst, wiederholst, bist du ja nicht im jetzigen Moment. Ich hatte gestern eine Frage gestellt bekommen auf einem anderen Kanal. Da hat eine junge Frau gefragt, Maxine, wie schaffst du es, so entspannt, locker, flockig vor Menschen zu stehen, egal ob das jetzt da 1000 Menschen sind oder 4 Menschen sind und bis null aufgeregt? Meine Antwort war, es sind 2 Antworten. Punkt Nummer 1, üben, üben, üben. Und wenn es drauf ankommt, sei spontan. Das heißt, wenn du etwas wiederholt immer wieder tust, dann ist es dein Zuhause. Ja? Also über Michael Jordan wurde gesagt, wenn die großen Spiele anstanden, dann war Michael Jordan das Auge des Tornados. Um ihn herum haben die Trainer geschrien, die Fans haben hysterisch Panik gehabt bei jedem Korbwurf und Gegenwurf, wenn Chicago Bulls gespielt hat. Mitspieler wurden nervös, haben Fehler gemacht beim Dribbeln, beim Passen, die einfachsten Dinge haben nicht geklappt. Aber Michael Jordan war das Auge des Tornados. Er war die absolute Klarheit, er war die absolute Kraft, er war die absolute Stärke. Ich glaube, Magic Johnson sagte, einmal nach einem Match mit Michael Jordan, wo er gegen ihn gespielt hat, er sagte, heute Abend haben wir Gott gesehen, verkleidet als Michael Jordan auf dem Platz. Er hat einfach diese unfassbare Gabe, wenn es drauf ankommt, in dieser inneren Kraft, in seiner Ruhe zu sein und dann wirklich abzuliefern. Und das ist das, was erfolgreiche oder herausragende Sportler da ausmacht, herausragende Künstler. Jeder Mensch kann in einer entspannten Atmosphäre cool sein. Und es ist schwer genug, nach oben zu kommen. Erst oben dauerhaft zu bleiben, egal in welchem Bereich. Da geht es nicht um Kohle oder Ego, sondern erst langfristig oben dauerhaft zu bleiben, macht dich zu einem Menschen, der seine Mission langfristig lebt. Weißt du, ich habe heute Nachmittag, habe ich so ein bisschen reflektiert, so die letzten 7, 8 Jahre, als meine Reise begonnen hat in dieser Persönlichkeitsentwicklungsszene, im Jahr 2015, habe ich damals meine erste Facebook-Seite gegründet und seitdem sind jetzt über 560.000 weitere Menschen auf allen Kanälen dazugekommen, Facebook, YouTube, Instagram, wobei TikTok und Clubhouse zählen wir noch gar nicht dazu und LinkedIn. Und dann musste ich heute Nachmittag tatsächlich reflektieren und musste daran denken, welche Menschen es alles zu Beginn meiner Karriere damals gab, die ebenfalls erzählt haben, hey Maxim, ich mache auch Seminare und cool. Und wir waren damals alle, wirklich alle, keiner war irgendwie besser oder schlechter, alle waren gleichmäßig gut oder schlecht, wenn du so möchtest. Und dann denke ich mir heute musst du wirklich daran denken, ey, von diesen einen Menschen habe ich Jahre nichts mehr gehört. Ich habe dann auch tatsächlich 2, 3 Namen nachgegoogelt oder bei Social Media nachgeschaut, wie vom Erdboden verschwunden. Und da dachte ich mir, krass, also im Grunde genommen, ich habe mir wirklich gedacht, warum habe ich diesen scheinbaren Erfolg und viele andere nicht? Und dann dachte ich ja, tatsächlich ist es einfach nur stupide Disziplin. Ich glaube allerdings, Disziplin ist aus dem Geist, also wenn du dich zu etwas zwingst. Aber wenn du wirklich dauerhaft glücklich sein möchtest, dann solltest du etwas tun, was aus dir herausfließt. Und das heißt, dann dachte ich, war das denn wirklich Disziplin, dieses die ganze Zeit dranbleiben und weitermachen? Dann habe ich gedacht, nee, eigentlich nicht. Sondern ich spiele von morgens bis abends. Ja, du musst mich nicht dazu motivieren, dass ich dir jetzt gerade 4 Tage ein Körperspracheseminar auf die Beine stelle. Es fließt aus mir, weil die Neugier so wahnsinnig groß ist und die Freude, diesen coolen Abkürzungen, Tricks, Dinge anderen Menschen mit Leichtigkeit beizubringen, so dass mich
ein Sechsjähriger versteht, wie Albert Einstein sagte, du hast erst dann etwas verstanden, wenn du etwas einem Sechsjährigen erklären kannst und dieser Sechsjährige es einem anderen Sechsjährigen erzählen kann und dieser auch das Ganze versteht, was du gerade mitzuteilen hast. So, und das heißt, Disziplin brauchst du, wenn du etwas aus dem Verstand erzwingen möchtest. Seelenaufgabe ist das, was dich tagtäglich kreativ werden lässt, ohne dass es anstrengend wird. Und das heißt, in Worten von, wer war das? Ich glaube, Picasso, ich hab keinen einzigen Tag in meinem Leben gearbeitet. Es war alles nur Spaß. Oder in Worten von Walt Disney, unsere Träume können wahr werden, wenn wir den Mut aufbringen, ihnen zu folgen. Die Problematik ist, wo die meisten Menschen gerade sich wiederfinden, wo sie so ein bisschen im Gefängnis ihrer eigenen Vorstellungskraft sind. Das ist, dass sie nach dem Prinzip leben, meine Biografie, also das, was war, definiert mein Schicksal, also das, was kommen mag. Das heißt, sie übertragen Vergangenheit auf die Zukunft und sagen, meine Tage sind gezählt, was soll ich schon anfangen? So, und viele Menschen finden sich in ihrer Vergangenheit wieder und klammern sich an irgendeine Geschichte fest. Und es gibt manchen auch richtig gutes Gefühl. Kennst du Menschen, die permanent Drama machen müssen, also künstlich immer, da ist eigentlich alles cool und dann suchen sie irgendwie das Haar in der Suppe und müssen ständig sich künstlich aufregen und irgendwie Schmerz, Schmerz, Schmerz suchen. So, und ich habe lange Zeit überlegt, hey, wie kann das sein, dass diese Menschen permanent irgendwie, also ich kenne einige auch, ja, meine Mama hat diese Tendenz manchmal, also da ist alles perfekt und plötzlich wird der künstliche Drama erschaffen, wo eigentlich gar keins ist. Und das Einzige, was ich mir erklären konnte, ist dann mit der Zeit, dass wenn ein Mensch keine Vision hat, wenn ein Mensch sich nicht tagtäglich verschenkt, nicht beruflich seiner Seelenaufgabe folgt, sondern im Außen irgendwas tut, allerdings nicht wirklich innerlich zufrieden ist auf seiner Transformation, also Glück ein Prozess ist, begreift, sondern ständig nach irgendwelchen Resultaten jagt oder Jobs tut, aber keine Berufung lebt, dass dieser Mensch natürlich permanent irgendwelche Dramen künstlich sich erschaffen muss, weil sonst würde er gar nichts fühlen und ohne Gefühle sterben wir Menschen. So, und das heißt, Menschen, die in der Vergangenheit verhaftet sind, sind Menschen, die in den Gefängnissen der eigenen Vorstellungskraft leben. Ich bin das, ich war schon immer das und ich werde schon immer das sein. Meine Vorfahren waren genauso. Mein Opa hat immer gesagt, Mensch, Heinz, probier's gar nicht, viel weiter wird es nicht unbedingt gehen. Und Menschen, die in der Vergangenheit leben, verpassen tatsächlich den einzigen Moment, den sie aktiv beeinflussen können, und das ist, yes, in diesem Moment. Und wenn ich nicht, um die Frage zu beantworten gestern, Maxim, wie schaffst du es, auf den Vorträgen so entspannt zu bleiben? Die eine Sache ist übe. Wenn es darauf ankommt, sei spontan. Ja, Mozart musste üben, Paganini, der Teufelsgeiger. Gib mal bei Google ein, wenn du mal ein bisschen coole Gruselgeschichten lesen möchtest, ja, der hatte seinen Stehkragen und war sehr, sehr häufig auf den Friedhöfen. Nicola Paganini und sein Vater hat ihn gezwungen, im dunklen Keller stundenlang zu musizieren, dass seine Finger geblutet haben, aber das war eine Obsession am Ende. Zunächst einmal durch den Vaterdrill, wie bei Michael Jackson, ja, also Perfektion aus dem Kind rausgeprügelt sozusagen oder Perfektion ins Kind hineingeprügelt, nicht gesund. Bitte nicht nachmachen. Und am Ende wurde das dann eine Obsession. Das, wenn ihr dann auf dem Klavier auf der Geige musizierte, dass die Menschen gesagt haben, das ist nicht von dieser Welt. Und die Antwort lautet einfach, der hat deutlich mehr Zeit damit verbracht, als die meisten bereit wären. Ja? Was ist der Unterschied zwischen einem Meister und einem Beginner? Der Meister ist deutlich häufiger gescheitert, als der Beginner überhaupt angefangen hat. Bruce Lee sagte, ich fürchte mich nicht vor dem Mann, der 10.000 unterschiedliche Kicks kann. Ich fürchte mich vor dem einen Mann, der den einen Kick 10.000 Mal geübt hat. Der hat eine Perfektion, der hat eine Meisterschaft. Doch die meisten Menschen sind nicht bereit, den Preis zu zahlen, den Preis der Disziplin. Der andere Grund, um die Frage zu beantworten, warum es mir leicht fällt, heutzutage vor Menschen frei zu sprechen. Auch heute Abend habe ich nichts vorbereitet, nichts Spezifisches. Ist tatsächlich, dass ich bei euch bin, energetisch und nicht bei mir. Wenn ich jetzt bei mir wäre, dann würde ich die ganze Zeit in der Kamera gucken, wie sieht das Haar aus, ist die Augenbraue noch gerade, ist das Mikro gut zu verstehen und. Und das heißt, bin ich gerade im Außen, das ist
also zu sehr mit mir selber beschäftigt, aber nicht bei meinem Gegenüber. Egal, ob das Event ist mit 1000 Menschen, ja, beim letzten Erfolgsmaster, sagte ich schon, waren 900 Menschen dabei. Und das Coole ist, wenn du da wirklich im Flow bist auf so einem Event. Und mittlerweile war das so, dass selbst wenn ein Event mit an die 1000 Menschen war und Menschen denken, das kann dann unmöglich mitkriegen, ich sehe das manchmal in der vorletzten Reihe, wenn ich voll im Flow bin, was der eine gerade zum anderen lippenmäßig sagt und Körpersprache und wenn eine gerade in der dritten Reihe aus dem Augenwinkel gerade seine Flasche aufnimmt und trinkt. Das nennt sich Aufmerksamkeit, peripherer Fokus, dass du vollständig mit dem Raum verbunden bist und nicht die ganze Zeit ich, der coole Speaker, und versuche irgendwas darzustellen. Verständlich? Das heißt, du bist bei deinem Gegenüber und je mehr du bei deinem Gegenüber bist, umso weniger hast du Zeit, sich mit dir zu beschäftigen und Zeit für deine eigene Angst, dich zu blamieren oder irgendwas Uncooles zu sagen oder irgendwie nicht anzukommen. So, und das heißt, Menschen, die nicht bei sich sind, sind permanent in der Vergangenheit oder sie sind permanent in der Zukunft. Und das sieht dann praktisch so aus, dass sie den ganzen Tag auf den Feierabend warten, dass sie die ganze Woche aufs Wochenende warten, also in anderen Worten 5 Tage Frust gegen 2 Tage Freude, Leichtigkeit, Freiheit tauschen. Sieht so aus, dass sie das ganze Jahr auf den Urlaub warten und am Ende haben sie ihr Leben lang gewartet auf irgendetwas, ohne zu realisieren, dass das Ding an ihnen vorbeigeflogen ist und sie von morgens bis abends nur im Konsum waren oder in irgendeinem Job, der nichts mit ihrer Perspektive, mit ihrer Seele zu tun hatte. Und weißt du, ich hatte gestern Abend noch ein cooles Gespräch auf einem anderen Kanal und dann sagte eine junge Frau zu mir, Maxim, ich habe einen Job, aber ich liebe nicht meine Seelenaufgabe. Und sie sagte, ich habe einen Beruf, aber ich habe keine Ahnung, was ich jetzt hier gerade auf dieser Erde tue oder mache. Und die Frau war sehr erfolgreich, ja. Und gleichzeitig spürte diesen inneren Drang, diese innere tiefe Unzufriedenheit, dass sie nicht angekommen ist. Und das kann verdammt schmerzvoll sein. Also die wesentliche Frage deines Lebens ist, warum bist du wirklich hier? Du hast dir dieses Video bis zum Ende angeschaut. Das bedeutet, du bist ein Macher und ein Umsetzer. Damit du nie wieder das Erfolgswissen verpasst, kannst du hier den Kanal abonnieren und bekommst hier einen Videokurs als Geschenk von mir an dich persönlich passend zu diesem Thema dazu.